Differentialgleichungen sind ein Kapitel oder eine Funktion, Gleichungsform, die einem an verschiedenen Stellen begegnet, und zwar immer dann, wenn sich über die Zeit etwas verändert. Das ist eine der wichtigsten Anwendungen für Differentialgleichungen. In der BWL zum Beispiel, wenn wir eine Änderungsrate haben, die sich über wie eine Funktion verhält, eine Änderungsrate war f' durch f, und dann ist gleich natürlich g von x, das ist so etwas in dieser Art. Wir können so etwas natürlich auch in der Ingenieurmathematik haben, wo man mit Differentialgleichungen Schwingungen, Biegelinien und sonst irgendwelche Prozesse, die sich über die Zeit verändern. Also ein sehr komplexer Prozess, das über die Zeit verändert, ist eine Strömung, oder es kann auch die Ausdehnung von Hitze auf einer Herdplatte sein. Also alles, was sich irgendwie über die Zeit verändert. Wir gucken mal, wie kann man, wenn man eine Differentialgleichung gegeben hat, wie kann man diese berechnen? Dabei ist die Lösung jetzt hier keine Zahl, sondern die Lösung einer Differentialgleichung ist eine Funktion. Denn im Grunde genommen müssen wir beide Seiten integrieren und aufpassen, dass wir irgendwie dieses Y von x noch ein bisschen hübsch machen und dazu kriegen, damit wir hinterher nur noch eine Funktion haben. Y von x ist gleich irgendetwas in x. Das ist das Ziel. Und wie kriegt man das jetzt hin? Bei diesen ganz einfachen geht man vor, indem man die Variablen trennt. Das heißt also alles mit y auf eine Seite, alles mit x auf die andere. Das geht insbesondere, wenn man das so schön aufteilt, ganz gut. Das mit y auf die eine Seite und das mit x auf der anderen Seite lassen. Das hier ist die Funktion in x, das ist die Funktion in y. Also nimmt man die Funktion in y auf die eine Seite, die Funktion in x lässt man hier stehen. Und jetzt haben wir aus der Differentialgleichung ein Integral gemacht. Und mit diesem Integral können wir so verfahren, wie wir das in der Integralrechnung gelernt haben. Deswegen hat man auch immer vorweg die Integralrechnung zu studieren, bevor man sich mit Differentialgleichungen beschäftigen kann. So, gucken wir uns das mal lieber an einem Beispiel an, das macht es meistens klarer. Nehmen wir das Beispiel y mal y' gleich 1. Wenn wir das jetzt separieren wollen, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir y' ist, haben wir ja hier oben gesagt, die y nach dx. Und das ist gleich 1. Und wenn wir jetzt hier alles mit x auf die andere Seite bringen, dann haben wir hier y mal dy ist gleich 1 mal dx. Und jetzt macht man einen Trick. Und zwar, man geht von der DGL in das Integral. Das heißt, wir schreiben hier einfach ein Integral davor. Das haben wir schon gemacht, um die Integralrechnung bei als Umkehrung der Differentialrechnung zu motivieren. Das darf man machen. Man darf ja vieles, was man auf beiden Seiten der Gleichung macht und so. Und jetzt kennen wir das Spiel. Jetzt können wir einfach integrieren. Das Integral von y ist 1/2 y Quadrat. Das Integral von 1 ist x. So, und jetzt müssen wir nur noch die Funktion nach y auflösen. Das ist für uns hoffentlich kein großes Problem. Die 2 geht mit 2 mal x auf die andere Seite. Das Quadrat bekommen wir weg, indem wir eine Wurzel ziehen. So, das sieht an der Stelle schon ganz schön aus. Allerdings haben wir hier etwas ganz Spezielles vergessen. Wir haben hier nämlich es mit Integralen zu tun, die keine Grenzen haben. Wenn wir keine unbestimmte Integrale haben, dann mussten wir hier noch eine Konstante c dazu addieren, die nämlich beim Ableiten wieder wegfällt. So, diese Konstante c ist natürlich auch hier noch dabei. Das heißt also,
Auch hier haben wir noch 2 mal c dabei stehen. Das hier ist aber auch nichts anderes als eine Konstante. Das heißt also, beim Ableiten machen wir es uns leicht und immer dann, wenn wir eine Konstante multiplizieren, dividieren, irgendwo dran schreiben, sodass sie selbst wieder eine Konstante ist, nennen wir sie einfach weiterhin c. Das heißt also, unsere Funktion y ist schlussendlich zweite Wurzel 2 mal x plus c. Wir können jetzt schauen, ob das tatsächlich auch eine Lösung unserer Differentialgleichung ist, die wir hier oben hatten als Aufgabe. Das heißt, was können wir das machen? Wir gucken uns an, okay, wir brauchen y, haben wir. Das können wir auch schreiben als 2x plus c hoch 1/2. Das sollen wir mit der Ableitung multiplizieren. Also wir haben 2x plus c hoch 1/2 mal der Ableitung. Die Ableitung ist 1/2 mal inneres bleibt 2x plus c hoch minus 1/2 mal 2. Minus 1 soll gleich 0 sein. Jetzt schauen wir mal, ob das, was da steht, tatsächlich wirklich 0 ist. Das sieht ja noch sehr merkwürdig aus. So, hier dies hier mit minus 1/2 kommt da drunter. Das heißt, wir haben jetzt 2x plus c hoch 1/2 durch 2x plus c hoch 1/2. Das heißt, die beiden zusammen sind 1. Dann haben wir noch hier 1/2 mal 2, das ist auch 1. Das Ganze minus 1 und ja, das sehen wir jetzt, das ist tatsächlich auch 0. Das heißt, wir haben also eine Lösung für unsere Differentialgleichung gefunden. So, nun ist ein Beispiel manchmal etwas wenig. Deswegen haben wir hier noch ein zweites Beispiel. Hierbei müssen wir erstmal schauen, ob wir das da oben in die Form bringen können. Am leichtesten kann man das immer überblicken, wenn man sieht, okay, y. Strich. Hier kriegen wir, wenn wir das y auf die andere Seite bringen, plus y, das x auf die andere Seite, letztendlich durch x. Ihr könnt das auch natürlich mit dem Bruchstrich schreiben. Ist vielleicht so die gängigere Schreibweise. Jetzt kommt der Trick mit dem Integral und dem dx. Dazu bringen wir das y auf die andere Seite wieder. Das heißt 1 durch y. Y' ist dy nach dx. Denken Sie mal dran, hier unten steht das dx. Ist gleich 1 durch x. Jetzt bringen wir das dx noch hier rüber. Da haben wir also dann das dx. Das haben wir dann natürlich hier nicht mehr. Und wieder unser Trick mit dem Integral drumherum. Und schon haben wir zwei Integrale, die gar nicht so schwer zu lösen sind. Denn wir haben es ja hier mit 1 durch y zu tun. Das ist nichts anderes als der ln von y. Und das ist der ln von x. Und jetzt muss natürlich an einer Stelle irgendwo das c dazu. Wenn man jetzt die Funktion logarithmiert, damit man hier irgendwann y ist gleich stehen hat. Natürlich nicht logarithmiert, sondern die Exponentialfunktion, sprich die Umkehrfunktion des Logarithmus drauf anwendet, dann hat man hier e hoch ln x plus c. Und Sie kennen das vielleicht noch, wenn hier oben plus steht, dann hat man in der Grundgleichung multipliziert. Das hier ist wieder eine Konstante und das hier ist x. Also ist das nichts anderes als x mal c. Wenn wir das jetzt wieder in die Ausgangsgleichung einsetzen würden, dann würden wir tatsächlich auch wieder auf unsere Funktion, auf die Bedingung kommen. Denn wenn wir uns das schon mal anschauen, x mal die Ableitung ist c minus y x mal c, das ist auch tatsächlich 0. So, zur Übung ein paar Aufgaben, die Sie selbstständig zu Hause machen können. Sie finden sie ja wie gewohnt auf Ihrem Zettel.